Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Meth, Victor und Dumbler. Wir haben wieder Dinge, Handelspots will ich irgendwie haben. Versorgungslinien. Ah, das brauche ich nicht. Händlerkapazität, ah, das ist cool. Ah. Fusionsunterstützung reduziert den Abzug auf alle. Was für ein Abzug auf Funktionsmods? Ich habe ja keine Ahnung, was das ist. Verbindung zum grauen Markt ist ja auch irgendwie langweilig. Verteidigungspots. Munition brauche ich nicht. Fortgeschrittenes Training. Apex-Taktik. Allzeit bereit. Was zur Hölle da? Anforderungen, das haben wir doch schon. Verbrauchsobjekte frei. Ja, super. Brauche ich eigentlich nicht. 90 und 70. Sollen wir es am Anfang schon bekommen oder was? Ja. Weiß ich nicht, gib mir das hier. Ja, Forschungsdaten, Minerallieferung, Biomineralenlieferung, Tech-Mineralenlieferung, Credit-Lieferung. Junge! Und letztes Part haben wir ein bisschen überzogen. Muss ich diesen Part wahrscheinlich wieder machen, ne? Nein, hoffentlich nicht. Jetzt müssen wir aber genug Dings haben für ein neues Einsatzteam, ne? Kipp, hallo. Ich möchte. Sind Sie da sicher, Lexi? Okay, irgendwie funktioniert das Interface gerade mal wieder nicht. Wir wissen nicht, wie lange unsere Ration vorhält. Ich tappe mal kurz rein und raus und ich hoffe, dass das Spiel nicht crasht. Das war die falsche Ding. Wir haben trotz des Handels mit Kedera und Aya noch keine verlässliche Nahrungsquelle in Helios. Ich bin sicher. Okay, es funktioniert immer nicht, super. Gutes Spiel. Wir können mit den Leuten hier reden oder wir machen weiter mit unseren Quests. Ich würde jetzt erstmal auf die Quests tippen, weil. Ja. Wo sind wir denn überhaupt? Wir sind in einer Parkbahn. Okay. Aber ich dachte, wir hätten die Arche gedingst schon. Oh, was haben wir denn hier noch offen? Wir haben hier nichts mehr offen, glaube ich, oder? Wir haben, obwohl hier oben noch was, ja. Ich habe keine Ahnung, was mit dieser Mission ist, wo wir irgendwelche Leute verfolgen sollen. Hier mit dem Shuttle, ne? Keine Ahnung, was das ist. Na, Lash. So, dann ab nach hier. Und auf die Suche nach der Turianer-Arche machen. Ich denke mal bei der Turianer-Arche, dass wir dann Garrus damit helfen, aber Garrus ist gar nicht im Spiel drin. Und der ist auch gar nicht in dieser Galaxie hier, sondern. Das war früher wahrscheinlich ein größeres System. Vor der Geißel. Ein Grund mehr, um alles zu dokumentieren. Das sind zwei Dinger, das wird mir gefallen. Anomalie auf den Sensoren. Ja, dann gucken wir mal da kurz neu. Ich habe etwas gefunden. Okay, ein Kometen. Sage ich nicht nein zu. Überspringen. Ah, klar. 14 Van. Danke für absolut nichts. 14 Vanadium. Okay, da sind drei Dinge, aber eins ist noch im Nebel. Ich empfange etwas. Was haben wir hier? Einen Fluss? Mach mal Fluss. Ne, wenn eine Reihenfolge kommt, tipp ich mal. Oder ein Satellit, oder? Oder ein Komet, ja. Trümmer. Sieht für mich so nicht aus wie ein Trümmer. Okay, nee, ist Asteroid. Da steht's richtig. Und weiter. Haben wir hier was Schönes? Sieht sehr dunkel aus. Nein. Und wie sieht es hier aus? Nein. Okay, dann haben wir das System aufhält. Das ging recht schnell. Dann ab nach da. Und erstmal gucken, was da so los ist. Vielleicht müssen wir da auf den Planeten rauf. Kann ja auch sein, dass hier gar nicht die Arche ist, sondern einfach nur irgendein Planet, wo die sagen, hey, wir könnten vielleicht von so einer Arche gehört haben. Ob es einen turianischen Pathfinder gibt? Sehen Sie sich diese Werte an. Dieses System ist wunderschön. Absolut. Das ist ein Sternenkindergarten. Hier draußen werden Sterne geboren. Okay, ist anscheinend eine Welt. Also das ist die turianische Welt. Okay, ist nicht die Arche. Gut, nehme ich zur Kenntnis. Habe ich falsch gemacht. Tab überspringen.
Aber da ist nicht so viel zu tun auf dieser Welt. Remarth. Achso, das ist Remarth-System. Da erkenne ich den Namen. Weil die haben die irgendwie schon mal erwähnt. Und ich dachte gerade, Remarth, der Planet kommt mir bekannt vor. Aber nein, ist nur das System gewesen. Alles gut. Hallo, Werte. Es ist nicht das Ding, okay. Hätte ich gesagt. Huh. Es ist doch das Ding, ich muss es nur genau auf diesen Krater erschießen und danke für nichts. Oh ne, ist der Vulkan. Ah, okay. Das ist ein Vulkan. Ich bin sehend. So, dann haben wir noch Ambeyaji oder so. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich kann kein Turianisch. Hier war es nicht so gut. Anomalie geortet. Okay, wahrscheinlich der riesige Krater hier. Schicke Sonde aus. Wir haben einen Krater. Ja, gut. Schön, dass wir den Krater haben. Im Hintergrund sieht der Planet cool aus. Keine Ahnung, ich glaube auf den anderen kann ich nicht. Ich glaube, der Mond ist einfach nur Deko. Oder ist das überhaupt ein Mond? Vielleicht muss ich da noch für eine Quest hin. Das kann natürlich auch sein. Okay, das sieht ziemlich klein aus und nicht aus wie eine Welt, sondern einfach nur wie. Warte mal, wen nehmen wir denn mal mit? Die haben wir jetzt ja fertig. Das heißt, wir können mal wieder Vetra mitnehmen, weil es geht hier um die Leute. Die Turianer. Und um ihre Schwester. Wow. Sehen Sie sich das an. Die Geißel hat hier ganz schön gewütet, was? Ja, kann man so sagen. Und das sollte die Heimat der Turianer werden. Jetzt haben die Exilanten hier das Sagen. Die kosmische Strahlung ist enorm hoch, Ryder. Sie müssen im Nomad bleiben. Was nutzen diese schicken Anzüge, wenn sie die Strahlung nicht abhalten? Unter normalen Umständen tun sie das durchaus, aber das Magnetfeld dieses Planeten wurde gestört, als er zerbrochen ist. Es gibt keinen Schutz vor kosmischer Strahlung, die einen auf molekularer Ebene zerfetzt. Okay. Dann bleiben wir wohl besser im Nomad. Landungstriebwerk gezündet. Viel Glück, Ryder. Ja, gut. Schöne Cutscene. Die hätte man noch ein paar Szenen, wenn jemand... Wie lautet gleich nochmal Ihr vollständiger Name? Peanut Butter. Mein vollständiger Name lautet Peanut Butter. Das ist meine Geschichte und ich bleibe dabei. Gucken wir mal. Oh, hier gibt es Dinge. Ich will es mir markieren, weil ich es sonst nicht wiederfinde. Oh, hier ist auch noch so ein Außenposten rechts. Das kann ich mir sogar merken. Hoffe ich. Ja, ich sehe es, glaube ich, schon. Die Gravitation ist niedriger als sonst, Pathfinder. Gil sagt, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Okay. Automatische Protokolle aktiviert. Gefahrstufe 1, zum Glück. Gefahrstufe 1 ist doch gar nichts. Da muss ich doch gar nicht im Dom bleiben. Ich habe irgendwie erwartet, dass ich hier länger fliegen kann. Abbauzonen wurden ihrem Nav-System hinzugefügt, Pathfinder. In der Cookie-Tisch Plateau. Ich mag, dass hier so schön ruhig ist. Eine Bergbaukuppel, Pathfinder. Sobald sie im Inneren sind, müssten sie den Nomad verlassen können. Und was ist mit dieser irrsinnig hohen Weltraumstrahlung? Die Struktur der Kuppel verhindert das Eindringen kosmischer Strahlung. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface... Ach, kann ich da neu fahren? Okay, ich glaube, da sind ein paar Gegner drin. Ah, das ist cool. Junge. Achtung, Granate! So, klingt doch schon mal gut.
Okay, Lama. Hatte recht. Hier sind überall Exilanten. Was wollen Sie an diesem Ort? Pathfinder, ich orte in der Nähe ein Datenpad. Ja, zum Glück machst du ein das. Ein undokumentiertes Mineral wurde entdeckt, Pathfinder. Ja, ist so alles cool, dann lass mir das mal gucken. Okay, was haben wir hier? Hier ist die Bergbauzone, dann haben wir hier Waffentauschding. Hier haben wir einen Arsch voll Nickel. Irgendwo ist hier noch ein anderes Ding, das undokumentierte. Ist das hier drin oder ist hier draußen? Das scheint hier draußen zu sein, oder? Ne, Moment. Hier. Warte. Ne, ist das links von mir. Hier sollte irgendwo das Ding sein, anscheinend. Ah, da. Wahrscheinlich dieses hässliche Ding da. Titanprobe. Schade, dass ich es nicht mitnehmen kann. Warum nicht? Datenpad ist hier irgendwo. Hier drin vermutlich. Wo auch das Waffenwechselsymbol ist, was ich vorher vielleicht einmal gesehen habe. Unbewusst. Erstmal den Behälter mitnehmen. Okay. Warum auch immer ich das hier kann. Ich meine, ich beschwere mich natürlich nicht, ne? Aber. Helium 3 Erde, aber ich glaube, wir werden sie recht schnell aufbauen. Bla bla bla. Sie fördern Helium. Hey, Arschloch. Hey. Automatische Nachricht, nicht antworten. 3. Die Hauptkomponente bei der Herstellung von Shuttle-Treibstoff, Pathfinder. Es kann außerdem zu hochwirksamen Sprengstoffen verarbeitet werden. Das hat uns gerade noch gefehlt. Exilanten mit Sprengstoff. Wir müssen in diese Basis. Der beigefügte Zugangscode ist nur ein Fragment. Die Daten hier deuten jedoch auf weitere Bergbaukuppeln hin. Kriegen wir hin. Ich habe Ihrer Karte die Standorte hinzugefügt. Ja, nice. Das ruhig weiter als Ihre Schwester auf in diesem Datenpad, das wir gefunden haben, wurde jemand namens Scrax erwähnt. Hat irgendjemand eine Ahnung, wer das ist? Der Name sagt mir nichts. Aber wenn er hier draußen ist, könnte er gefährlich sein. Ja, wahrscheinlich auch. Also ich denke mal, Drag würde ihn kennen, weil das klingt nein. Irgendwie so. Nein! Was? Hä? Automatische Protokolle aktivieren. Muss das Spiel nicht verstehen, oder? So, was haben wir denn hier zu tun? Also da können wir, glaube ich, noch nicht rüber. Das heißt, wir müssen vermutlich hier mal rumfahren. Errichte Aufklärungsposten. Das gefällt mir tatsächlich gut. Also ich find's cool. Sowas hätte ich mir. Sowas gut vorstellen können, dass es mehr von den Planeten gibt. Ich glaube, ich finde das lustig, wenn wir hier fliegen. Und das finde ich echt gruselig, wie sie sich anhört. Aber gut. Da wäre eine Bergbauzone, die ist mir mal recht egal. Was bist du? Ach, noch Mineral. Dann fahren wir mal zu dem da hinten, den ich schon sehe. Wir sind echt schon unterwegs. Also für so ein Panzer-Ding sind wir echt schon unterwegs. 140 ist jetzt so normale Reisegeschwindigkeit. Vielleicht ein bisschen langsamer. Müssen wir die Luftschleuse finden, ne? Vespasian. 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 Vespaland, was weiß ich. Sie können in die Luftschleuse fahren, Pathfinder. Ich weiß, Sam. Ja, ich bin ja schon manchmal dumm, aber das Spiel, das, das gibt mir ein bisschen zu viele Titel, so, aber. Wie bist du denn? Also, du bist hier so eine Asari, ne? Oh. Ich hätte nicht erwartet, dass die Turianer mit einer Schrotflinte schießen. Das hätte ich eher einem Kogana gegeben und weiß ich nicht. Einem Turianer hätte ich eher ein Sturmgewehr gegeben.
Okay, da oben ist irgendwas. Cool, Sam. Cool. Echt cool. Also ich glaube, das ist einfach nur um Ressourcen zu farmen. Also ich meine, das bringt mir halt legit nichts, weil ich meine, das ist halt nichts. Und eigentlich habe ich auch mehr als genug. Ich meine, ich brauche keine neuen Waffen. Meine sind stark genug. Klar, mehr ist natürlich mal besser, aber weiß ich nicht. Ich zweifle gerade an, dass man noch stärkere Waffen braucht. Kann natürlich sein, dass es noch stärkere Gegner gibt. Aber so bisher, ich meine, wir sind ja schon, ich würde mal sagen, relativ weit im Endgame. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie lange das Spiel geht. Also habe ich mir freigelassen, ein 100-Part-Let's-Play aus, also über 100-Part-Let's-Play zu machen. Weil da passt jemand die Thumbnails drauf an. Entweder dreistellig oder zweistellig. Und, ja. Ich erwarte schon, dass das Spiel lange geht. Aber ich weiß ja nicht, was dann noch so viel kommen soll. Keine Ahnung, was das hier ist. Die habe ich schon, ne? Ja. Dann war ich noch irgendwo Mineral. Hinter mir. Also in die Richtung. Krieg ich hin. Ist es zufällig hier schon oder ist das hier hinten irgendwo? Nee, da vielleicht. Was bist du denn? Element Zero Probe, okay. Okay, da sind wieder überall Dinge zum Anfassen. Ein Terminal. Das stiefelklauende Arschloch, ich hab noch gedacht, mir geht's gut. Ich hoffe, es war schnell und langsam genug, dass ihr alles klicken konntet. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Das habe ich echt gesehen und gemeint. Das Anfassen, also so eine Box zum Looten. Eine sogenannte Lootbox. Na, Lootbox sind ja mittlerweile was anderes. Das sind diese Glücksspiel-Dinge. Halt jetzt auch nichts von, dass man die unbedingt Glücksspiel nennen muss. Weil klar, ist irgendwie ein Glücksspiel, aber geht da ein Geld zu gewinnen oder so? Aber muss jeder selbst wissen. Mhm. Dieser Krax scheint die Helium-3-Förderung zu leiten. Er ist derjenige, den wir aufhalten müssen. Der Zugangscode ist noch immer unvollständig, Pathfinder. Ich brauche noch ein weiteres Fragment. Ja, ich bin dabei, es zu suchen. Also ich hätte, wie schon gesagt, mehr so welche Planeten gewünscht, wo ich mir einfach mit dem Nomad langfahre und gucke, was sie so machen. Sam. Teil des Codes finden. Die verlassene Mine. Okay, und hier ist ein Arschvoll. Informationen über die Exilantenbasis. Was hast du für mich? Weil nicht so viel anscheinend. Die Basis besteht aus zwei Bergbaukuppeln. Die zweite kann nur mit einem Zugangscode betreten werden. Ich empfange außerdem mehrere Signale, die aus diesem Gebiet kommen. Die Exilanten kommunizieren mit Kandera. RIP. Augen auf, alle zusammen. Keine Sorge, ich blinzle nicht mal. Wenn's was zu sehen gibt, sehe ich's auch. Sie werden sehen. Vielleicht nehmen Sie dazu Ihre Augen, nicht Ihr Mundwerk. Wie wär's? Haha, lustig. Das finde ich tatsächlich cool gemacht, dass man da reinfahren kann. Erstmal ungewohnt, weil es halt sonst nirgendwo so ist, aber gut. Wir haben Ziele. Au. Junge, was geht denn hier ab? Okay, das ist ein Roboter, das gefällt mir nicht. Au. Okay, die werden anscheinend auch von der Physik beeinflusst. Nicht so gut für mich.
Oh oh, oh oh. Oh oh. Lebt noch jemand von euch? Nee. Da sind schon irgendwelche Grafikglitches gewesen, die ich nie so gut finde. Und es gibt hier einen Arsch voll Uran. Okay, das ist tatsächlich viel. Also ich weiß nicht, ob es viel Uran ist, aber es sieht halt erstmal viel aus. Ich habe keine Ahnung, wie viel Uran ich sonst einsammle. Ich sammle das nicht so oft ein, aber hier scheint schon echt viel zu sein. Wahrscheinlich so. Ist so normal von einem Ding, so 3000 oder so. Wahrscheinlich nicht, aber. Ja, ich wollte es übertreiben. Ja, mache ich, aber ich sehe nicht so viel. In der Nähe befindet sich. Haben wir hier noch irgend so ein Ding zum. Ne, hier haben wir ausnahmsweise kein Mineral mehr. Ja, ist auch gut, aber erstmal muss ich hier gucken, ob ich noch was finde an Uran. Okay, ich sehe gerade nichts. Gucken wir erstmal neu. So viel Gewalt, ja, klar. Ja, ich habe sogar gerade gescannt, dass hier noch einer irgendwo. Vielleicht ist noch einer. Schön, wo ist Ascadera? Kellogg, den kenne ich doch aus Fallout 4. Da ist auch ein Kellogg. Ja, und Müll. Sam, hast du das Fragment? Ja, der Zugangscode ist vollständig, Pathfinder. Ich markiere die Exilantenbasis in ihrem System. Sehr gut. Machen wir dem, was auch immer Krebs vorhat, ein Ende. Ja, den sehe ich tatsächlich sogar. Da stimme ich zu, dass ich den noch nicht habe. Irgendwo war hier noch eine ganze Menge Uran, glaube ich. Muss ich aber erstmal hin. Finden. Okay, ist noch einer. Der wird mir wahrscheinlich angezeigt. Genau, das ist ein Schild, genau. Doch klar. Habe ich auch immer in meinen Nebenräumen stehen. Ich brauche ein Schild. Okay, gut, aus einem Mining. Basis, wie man es nennen möchte, wo kosmische Strahlung dich zerfällt, ist vielleicht doch gar nicht so verkehrt, ein Schild zu haben. Rutschert 5, 6, ne, 6, nicht 5. Ich wollte gerade sagen 5i, aber. Warte mal, habe ich das ja schon geholt? War hier nicht noch irgendwas? Doch, da hinten. Was soll ich noch haben? Oh, ein Behälter. Nehme ich natürlich mit. Disruptor-Munition brauche ich immer. Ja gut, dass ich noch mal hingelaufen bin. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das viel ist, aber so haben wir es wenigstens. Ich habe jetzt ehrlich gesagt erwartet, dass wir die Arche finden. Okay. Das backt sich so ein bisschen in der Luft rum und manchmal wird der Bildschirm so kurz schwarz. Ist es nicht so ansprechend. So, erstmal wieder raus in die Luftschleuse. Ja, und dann einfach hier verrückt, weiter. Dass dieser ganze Staub voller kostbarer Ressourcen ist. Das ist eine Auswirkung der Solarstrahlung. Sie ist außerdem mit dafür verantwortlich, dass dieser Planet derart gefährlich ist. Automatische Protokolle aktiviert. Ja, das ist doch cool. Aufklärungsposten. Ich möchte mich. Könnt ihr bitte aufhören, darüber zu lachen, dass ich einfach rüberfahre? Zonen wurden ihrem Nav-System hinzu. Das ist auch gut, aber das interessiert mich eigentlich gar nicht. Pathfinder. Ich dachte, da fliege ich ein bisschen mehr, wenn ich ehrlich bin. Kann man hier rüber? Scheiße, scheiße, scheiße! Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Okay, vielleicht da hinten über die Brücke, das wäre eine Idee. Erstmal Drift Mode anmachen.
Deshalb hat Pipi wahrscheinlich auch geschrien, weil ich so auf den Abgrund zugeheizt bin, aber es ja noch irgendwie gefangen habe dann. Das erklärt einiges. Nein! Nein! Doch, Pipi. Das machen wir jetzt. Oh. Wow! Das ist beunruhigend. Was denn? Dass ich hier vollkommen ins Rutschen komme und fast sterbe, oder? Da drüber zu fahren oder der Planet oder das Licht. Was ist davon unruhig genau? Okay, links abbiegen für den Punkt, wo wir hin wollen und den anderen Außenposten. Weil ich will erstmal in die Mine da gehen, weil meine Aufgabe ist ja, geht jetzt zu dem Punkt gerade und. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Okay, vermutlich das Ding da sein. Warum wir erwarten, dass es eine richtig tiefe Mine ist, aber es kann natürlich immer noch sein, aber es könnte auch sein, dass es einfach nur die Kuppel hier ist. Krater. Laut Informationen werden dort die Siedler festgehalten. Ja, gucken wir mal. Wir sollten uns das ansehen. Da habe ich kein Problem mit. Ich orte kein Leben in unserer unmittelbaren Umgebung. Ja, ist nicht so gut. Gehen wir rein, aber bleib. Nee, noch nicht. Meine Schwester hat bei ihren Recherchen möglicherweise etwas übersehen. Ich weiß nicht, ob das wieder so eine lange Mission ist wie bei der Asari-Arche, deshalb mache ich das erstmal nicht. Wir gucken uns erstmal um, ob ich hier noch irgendwas Interessantes finde, weil es war ja sonst mal in diesen Kuppeln so, dass hier ein bisschen Metall gelagert werden. Aber so wie es hier scheint, sehe ich hier nichts. Ja, ich möchte auch gerne hoch, ne? Initiative, hey, na super. Okay, hier können wir wieder hoch. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Also ich sehe hier keine Mineralien, das ist okay. Ich habe natürlich nichts gegen Mineralien, aber ich brauche nicht unbedingt so viele. Ja, dann würde ich sagen, mache ich diesen Part mal ein bisschen kürzer als sonst. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.